MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg mit dem traditionellen Fan-Talk nach den Heimspielen. Das, was wir heute hier erlebt haben, ist etwas, was viele bezeichnet haben mit den Formulierungen, das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe, seit ich zum Handball gehe. Ich kann nicht verstehen, was da los ist. Ist das etwa Arbeitsverweigerung und Ähnliches? Alle, die hier sind, haben auf jeden Fall jetzt einen offenen Kopf und ein offenes Herz und ich habe riesengroßen Respekt und setze den Hut auf jeden Fall erstmal ab und ziehe ihn vor dir, weil Jannik Rehn hierher gekommen ist. Allerdings hat das auch leicht, weil wenn heute jemand hier und da wirklich noch eine gute Leistung gezeigt hat, dann war das Jannik Rehn mit ein paar Bällen. Jannik, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Die Leute sind hier vorbeigegangen, haben mich beschimpft und haben gesagt, hey, was ist denn los? Und frag mal die Leute, was das überhaupt soll. Ich bin Sponsor, ich stecke so viel Geld in die Mannschaft. Leute haben gesagt, sie wollen das Eintrittsgeld wieder haben. Ich fange jetzt erstmal damit an. Habt ihr über Nacht das Handballspielen verlernt oder was ist da heute unten passiert? Es sieht so aus. Nee, natürlich haben wir das nicht. Natürlich können wir immer noch Handball spielen. Natürlich können wir so viel mehr. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist gut, das kann man so sagen und das wissen wir alle. Wir haben das ja alle gesehen. Also teilweise in Göppingen haben wir so Spielabschnitte gehabt, da hat man gedacht, hurra, der alte SC Magdeburg ist wieder aufgewacht und das muss jetzt nur über 60 Minuten konserviert werden. Nur war heute in 60 Minuten gar nichts da. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Es war nicht einmal wirklich irgendwie ein Kampfgeist zu sehen, dass jemand also richtig sich gestrafft hat oder dass mal irgendjemand dem anderen richtig angeschrien hat und gesagt hat, dass es vorangeht. Ich hatte den Eindruck, ihr guckt alle aneinander vorbei und das schon von Mitte der ersten Halbzeit an. Wie ist denn das erklärbar? Ihr wart doch heute sogar extra noch Kaffee trinken zusammen, wenn ich das richtig weiß, vorher und habt gesagt, wir machen eine Gemeinschaft vorm Spiel. Ja, das ist zwei unterschiedliche Dinge. Also wir haben was anderes gemacht vor dem Spiel heute, aber das hat nicht mit unserem Spiel zu tun. Das ist einfach ein Heimspiel. Wir haben uns unglaublich schlecht präsentiert. Wir haben angefangen wie Hühner ohne Kopf und wir haben das katastrophal schlecht gemacht. Ich kann nicht anders sagen. Ist es so, dass zum Beispiel der Torwartwechsel zu spät kam aus deiner Sicht? Kann man sowas analysieren jetzt oder ist das sinnlos aus deiner Sicht? Das ist sinnlos. Ich finde, es war eine extrem schwierige Anfangsphase als Torhüter, aber wir sollen nicht so über die einzelnen Dinge sprechen, wir sollen mehr über unsere gesamte Einstellung, unsere gesamte, wie wir das Spiel anfangen. Das geht einfach nicht so. Das ist eine Frechheit gegen uns selber, gegen Zuschauer, gegen alle. Das geht nicht. Nun ist das schön, wenn du das mir jetzt so sagst oder uns auch verdammt ehrlich und auch gut, dass du so zu hören, dass ihr das so realisiert, aber warum dauert das über 60 Minuten an? Oder ist es eigentlich einfach nur einer dieser Tage und ab Sonnabend ist alles besser? Sonnabend muss das besser sein. Aber jetzt müssen wir über dieses Spiel viel denken, weil was wir heute gemacht haben, das war so komische Sachen, wo wir... Man hat den Eindruck gehabt, dass ihr alle Spielzüge vergessen habt oder sowas. Erreicht euch der Trainer nicht, frage ich mal so. Das ist ein bisschen der gleiche wie Torwartwechsel. Ich finde, wir reden nicht über Spielzeuge oder Wechsel oder sowas. Wir reden einfach über Einstellung und Mut. Und ja, die Wille, das besser zu machen. Und das hatten wir heute leider nicht gesagt. Ist es nicht einfach so, wenn man dann auch mal den anderen Spieler sieht und sagt, mit dem bin ich jetzt schon so... Oder andere Frage, komplett andere Frage. Entschuldigung, andere Frage. Hast du sowas schon mal erlebt? So ein vergleichbares Spiel in deiner ganzen Karriere? Nein. Das bedeutet, wir können jetzt nicht mal auf den Erfahrung. Kennst du irgendjemanden, der so ein Spiel schon mal erlebt hat und der gesagt hat, Leute, wir kommen da schon mal wieder raus? Also ich habe probiert, ein Europameisterschaftsfinale mit 15 zu Hause zu verlieren. Das macht auch keinen Spaß. Ich will nicht sagen, es gibt solche Tage, weil solche Tage wie heute darf es nicht sein. Aber es war einfach alles schlecht. Und ja, ich kann nicht erklären, warum. Werdet ihr heute nochmal zusammensitzen irgendwie zusammen oder morgen ganz früh? Oder habt ihr als Mannschaft vielleicht jetzt schon mal was beschlossen, was man machen kann, um mal die Köpfe zusammenzustecken oder sowas? Das weiß ich noch nicht. Ich komme gerade aus der Kabine und da werden nicht so viel gesagt von den Spielern. Benno hat natürlich was gesagt und dann schauen wir, wie es weitergeht ab hier. Aber am Ende geht es um besser Handball zu spielen und das müssen wir irgendwie hinbekommen. Eine ganz persönliche Frage, was soll ich denn morgen früh im Radio sagen? Bitte? Was soll ich denn morgen früh im Radio sagen? Entschuldigung. Okay,
Und wenn Sponsoren jetzt zum Beispiel auf dich zukommen und extrem wütend sind und so weiter, da guckst du dann auch nach unten, hast du auch keine, kann man einfach, man kann einfach nicht mehr sagen als das, was jetzt passiert ist. Die haben da das Recht, das so sagen, genau wie jeder Zuschauer hat den Recht, sich das zu sagen, wie er möchte oder wie sie möchte. Und das ist einfach so, wenn wir schlecht spielen, dann hat jeder ein Recht, was zu sagen. Und wenn wir gut spielen, dann wollen wir auch gern gelobt werden. Und deswegen müssen wir einfach zuhören. Und ja, dann ist vielleicht gut, dass es ein bisschen wehtut, weil sowas möchte man nie wieder erleben. Also das kann ich bestätigen und das kann ich dir auch sagen. Das möchte ich nie wieder erleben, dass man hier oben steht und am Handspiel von den Leuten meint, Gott, wir klatschen immer ab, ich kenne euch, ihr kommt vorbei und eigentlich seid ihr alle so nette Kerle. Und dann stehst du hier und dann schimpfen Leute mit Recht und man kann es einfach auch so verstehen. Letztendlich ist es wahrscheinlich wirklich so, ruhig bleiben, analysieren und hoffen, dass es irgendwie weiter vorangeht. Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Ruhig bleiben, analysieren und vorangehen. Sich anschreien nützt jetzt eigentlich auch nichts, oder? Oder muss man sich einfach mal anschreien? Ich würde das jetzt gerne auch für euch erledigen, damit es nicht ganz so schlimm wird. Also ich würde ja nicht hier stehen und schreien. Ich habe versucht, ein bisschen ruhig zu sein, aber natürlich hier drinnen ist auf keinen Fall ruhig. Es ist so viele Emotionen, so viele Gedanken, so viele Überlegungen. Gehst du heute Abend joggen nochmal, 22 Kilometer oder sowas? Oder ein Kopfkissen zerknautschen? Einen Fernseher aus dem Fenster schmeißen? Also joggen auf jeden Fall nicht, aber es wird bestimmt spät, bevor ich einschlafe. Das ist normalerweise so. Wie ist denn das mit deiner Frau mal? Wird die heute Abend dich ansprechen oder lässt sie dich in Ruhe? Was ist denn das für eine Taktik, um es mal, wie das persönlich bei euch zu Hause ist, zu klären? Oder was wünschst du dir, was sie macht? Essen. Oh. Ja. Du schweigst lieber und willst es für dich analysieren heute Abend? Ich glaube, heute ist besser, nicht so viel zu reden. Aber habe ich verstanden. Okay, vielen Dank für den Fan-Talk. Also nehmt es mir übel. Ich wette, es gibt 50.000 Varianten, so eine Art von Interview zu zerreißen. Glauben Sie es mir. Ich habe irgendwie versucht, alles zu geben. Ich glaube, wir haben ehrlich nachgefragt. Aber letztendlich läuft alles nur immer auf die Frage und auf die Formulierung hinaus, dass es heute einfach mal ein Scheißspiel war. Dass keiner, auch nur ansatzweise das, wofür er bezahlt wird, auf die Platte gebracht hat. Und dass die Jungs schleunigst rausfinden müssen, woran das gelegen hat. Und dass wir als Zuschauer weiter, so wie immer, hinter unserer Mannschaft stehen. Denn wir waren schon immer da und die Mannschaft war schon immer da. Und diese Mannschaft wird auch wieder als grün-rot wandverdächtige, tolle Mannschaft auf der Platte stehen, da bin ich mir ganz sicher, solange wir auch dabei bleiben. Ich kann nur einen Appell noch nehmen, ich finde es großartig, dass du hier warst, Janik. Es tut mir leid, dass ich dich so lange gelöchert habe, jetzt mache ich so wie deine Frau.